Zum zweiten Mal nach 2004 war Meierhofen Schauplatz eines hochkarätig besetzten Radkriteriums. An der Spitze des Starterfeldes Tour de France Etappensieger Georg Totschnig und Olympiasieger und Weltmeister Jan Ulrich. Die Rahmenbedingungen fürs Rennen sind hervorragend und ich sage ja, ich kann einfach erwarten, dass 18.30 Uhr wird. Also ich hoffe, dass Totschnig gewinnt, auch wenn ich Deutscher bin. Ich bin auch Fan vom Jan Ulrich. Die Stimmung am Rundkurs erinnerte zeitweise an die Atmosphäre bei Giro d'Italia oder Tour de France. Hier in Meierhofen, die letzten 10 Runden hier. Andy Bradley setzt sich vor. Und bitte, Mr. Georg Ja, ein bisschen außer Atem, aber fantastisch. Kleine Runde, viele Zuschauer.